Schönen guten Morgen, hier ist Daniel für Geeksland Flaxenburg und heute habe ich einen von den Organisatoren von dem ganzen Nennmal-Spektakel, das ist Spektakel, mit ihrem zurück heute an Dampfzeit. Wen ist denn her und wie hast du auf die wunderbare Idee gekommen, selbst für heute zu organisieren? Ich bin der Frederik, ich bin der Koordinator General vom Minetpark von der Grasse. Der dritte Platz war ein ganz viele Eisenerzgalerien, die sie lo als Höhe und du hast also auch einen Zug gefahren. Das sieht das lo ab von einer Mühlen-Saison, die als von mir bis letzten September, Sonde September, du fuhren immer als historisch zwischen 1300 eben die Minjaspun. Wir haben eine wunderschöne Kulisse und dann sind wir auf der Idee gekommen, effektiv für du, wir machen viele Events, auch kleine Events wie Konzerte, Ausstellungen, aber wir haben gedacht, okay, das tut weh, aber der richtige Platz für lo etwas zu machen, wo ein Zug fährt, das etwas ganz, ganz Wichtiges an der ganzen Steampunk-Szene. Wir haben ja noch die Natur, die ganz flott ist, und dafür kommen noch alle uns mehr Leute bei uns. Wer sind dann, ob die gekommen haben, die vielleicht zu viel Metro-freier geguckte Film, du wirklich, als man Dampf gelaufen hast, wo man sieht, okay, du hast eine Inspiration, die können noch bei uns machen, oder weil du bei einer Korn gewirrst, wo auch dann auch selbst organisiert gehen hast. Nee, also ich den Kontakt geht, ging effektiv von einem Musiker, letztes Musiker, der im Ausland war, auf einem Festival und so da. Da hatten so ein bisschen so Steampunk-Leute gesehen. Also, aber ja, eben von der Grasse wird die große Dampflok, die nachfährt, das wäre vielleicht eine gute Idee, für das eventuell dort zu machen. Da hat mich kontaktiert. Und dann haben wir eben intern an der Assoziation gesagt, okay, komm, wir machen das. Dann, ja, da sind wir dieses Jahr auf die 6. Edition mit ganz viel Unterstützung von Kulturministerium, Gemeng Peting und Gemeng Deifeding, die dieses Jahr offiziell auch Co-Organisateur ist, weil, wie gesagt, die Event geht immer groß. Am Anfang, da dieses Jahr waren vielleicht 600, 700 Leute und da sind wir entretemps sind wir auf 7.000, 8.000 Leute gekommen. Ne? Okay, weil sie schon der dritte Jahr sind und geht immer mehr groß. Ich fand gut, dass alles hier oben war, aber wir müssen uns nach oben bewegen. Auf sich ist es gut, dass es immer mehr Platz, wo ich brauche. Aber können nicht vielleicht ein an Pridulia, könnt ihr so den Untergang ist so groß, dass kein Platz mehr im Ziel ist, oder hast du viel gesucht? Nee, also bis jetzt waren wir immer auf einem Platz und das war das letzte Jahr, waren wir da auf die Limit gekommen. Da haben wir gesagt, okay, wir waren immer bis jetzt an der Hohlpolwürde, das war eine freie Elektrozentrale, und innen an der Gare, da sind wir auch auf den 1300 fortgeführt, da ist aber auch ein großer Shop, den ich auch für 2 Jahre nicht gedacht habe, okay, das können wir auch ein bisschen benutzen, das wollte just werden, dass wir den Shop voll kriegen mit vielen Animationen und dafür haben wir das Jahr gedacht, okay, wir machen das eben auf 2 Plätze und auch die 2 Plätze, die just da ist, weil wir auch so sind wir im Park ging. Lo entretemps, also doch, du hast ein kleines Karussell und noch eine Hände, die kommen da Tisch, weil das sieht das nach groß. Wir haben noch ein bisschen Plätze, wo wir Kinder sagen, zusätzlich installieren, wie mit bis Lo, also wie die Edition. Wie die Lodestür eben am Matagwar, dass Leute, die mit dem Zug kommen, dass die für die innen ein bisschen bleiben und dann kommen die rauf. Die mit den Bussen gekommen sind, bleiben für die durch und dann gehen sie da innen an der Gwar. Das ist am Anfang, dass so das System wie das los, das einfach mehr locker und mehr Ruhe ist. Okay. Es hat sich wirklich viel verändert par rapport zu letztes Jahr. Es tut sich viel mit Essen, viel mit Trinken. Es tut sich wirklich gestanden, wo sonst nicht da waren. Das ist wirklich ein Succes. Gehen von den Öschlo tatsächlich. Verschiedene Sachen mit der Navette. Da muss noch Sachen geklärt gehen, wo ich nämlich ein kleines Problem am Anfang hatte, wo sie richtig eins gesehen haben. Es hat Mist gemacht, weil der Undrang einfach zu groß ist. Ja, also da haben wir keine Chance. Das entweder, von der Grasse kann ich entweder mit dem 1300 kommen, von Peting aus. Das ist aber so, von der Grasse ist ein kleines Tal, das ist eine Achse für die Autos. Und mit 5.000, 6.000 Autos ist einfach unmöglich, wie das Leute. Also wir haben keine Kapazität dafür, haben wir dann ein paar Gendrei, dann sind nicht gekommen zu diesem Ding. Und da kann ich sein Auto parken und da gemütlich mit dem Bus bis hierhin kommen, kostet 1 Euro pro Person. Und da sind wir eben, weil durch kein Problem mit der Zirkulation. Letztes Jahr waren so viele Leute, die gekommen sind, dass die Polizei die Straße sperren musste während 2 Stunden, sondern nur mit, weil eben da ein größer Stau war, weil die Leute geparkt waren. Rieds allerdings konnte sich keine kreuzen. Und dafür haben wir das mit dem Parkentreit müssen machen, weil sonst ohne Ideen können wir die Veranstaltung sowieso nie mehr organisieren. Ja, ich gebe so ein.
Das Interview hat mir gefallen, es war wirklich informativ. Ich gebe ja schon gleich vor nach losen. Können die Leute sagen, wie sie bei der Veranstaltung noch können, eventuell mitmachen, helfen, vielleicht benevol oder irgendwie Aktie auf ihren Internetseite kriegen oder Facebook oder wie auch immer? Ja, aber also helfen, du musst versuchen, mir einen Keyboard mit der Gemeinde, die ersucht du, mir eine Tontechniker für eben die Bühne, die zwei Bühnen, die wir haben, für Lo eventuell mitzumachen als Akteur, als Stand oder so. Also mir eine Facebook-Seite, die heißt Hano 1900, der Steampunk Convention Luxemburg. Da können sich Leute effektiv melden und da gucken wir, ob der Stand passt mit der Thematik. Voilà, wir müssen da eine Selektion machen, weil wir wollen aber, dass die Veranstaltung ein gewisses Niveau hat, von der Qualität hier, von den Sachen, die ich kann kaufen, und auch von den Artisten, die reinkommen. Mehr gerne kann ich sich da rationieren und dann eventuell gucken wir, ob wir da kollaborieren können. Merci. Ça va? Okay. Merci vielmals auch für Ihren Besuch. Das gern geschieht, wir kommen gerne. Gut. Adi, merci. Adi. But now I'm at your fucking chest.